Wir befinden uns hier in dem neuen Karatec-Vorführwagen und zwar in einem Etrusco-Kastenwagen. Und hier ist was Neues verbaut und zwar der 5G-Router. Den wollen wir euch jetzt einmal vorstellen. Ja, hallo. Mein Name ist Gregor von Uwitsch. Ich bin bei uns für die Produktentwicklung im weitesten Sinne zuständig. Und ich wollte euch heute ein paar Sachen über unser neues 5G-Router-Set erzählen. Das haben wir hier im Etrusco eingebaut. Viele kennen ja vielleicht schon unser 4G-Router-Set. Und manche Sachen kommen einem sehr bekannt vor. Viele Sachen, über die sich Händler oder auch die Anwender gefreut haben, haben wir natürlich übernommen. Es sind aber schon ein paar neue Sachen dabei. Und da möchte ich euch im ersten Schritt einfach mal einen Überblick geben über das Set. Ich habe jetzt hier mal alle wesentlichen Teile. Das heißt, wenn ihr das Set oder euer Händler bekommt, was denn so dabei ist, habe ich euch mal kurz aufgebaut. Wir haben natürlich grundsätzlich den Router. Der ist jetzt ein bisschen größer geworden, in manchen Proportionen, in manchen ein bisschen kleiner. Den größten Unterschied merkt man an den vielen Antennenanschlüssen, haben wir hier an der Seite. Aber für euch, ich denke, macht das jetzt keinen großen Unterschied. Ihr werdet den wahrscheinlich ähnlich wie wir im Schrank vielleicht verbaut haben. Und dann sieht man davon wahrscheinlich nicht mehr so viel. Was geblieben ist, sind unsere QR-Codes. Die haben wir weiterhin mit dabei. Das heißt, dass ihr euch relativ einfach, indem ihr den einen QR-Code scannt, mit dem Router verbinden könnt. Und mit dem anderen macht er unsere Oberfläche auf. Das heißt einfach, da öffnet sich dann direkt die Webseite, wo ihr beispielsweise euren PIN-Code eingeben könnt, euer WLAN umbenennen könnt oder ähnliche Sachen machen könnt. Die vielen Antennenanschlüsse möchten natürlich bestückt werden. Dazu haben wir eine neue Außenantenne, eine Dachantenne, uns überlegt. Man sieht es vielleicht hier schon. Wir haben jetzt 4 Mobilfunkantennen. Das heißt, Sende- und Empfangsantennen sind hier drin. Alle außen, natürlich für den besten Mobilfunkempfang. Und wir haben auch noch weiterhin an Bord eine WLAN-Außenantenne. Das heißt, dass ihr auch, wenn ihr außerhalb vom Fahrzeug seid, noch auf den Router draufkommt. Oder natürlich, wenn ihr euch mit einem anderen WLAN-Netz verbinden wollt, das bessere Signal von draußen holen könnt. Warum ist denn die Dachantenne so wichtig? Also ich könnte mir jetzt ja auch nur einen Router ins Auto stellen, aber was ist das Besondere an dieser Dachantenne? Die Dachantenne sorgt eigentlich nur dafür, dass wir quasi die Hülle vom Auto ein bisschen umgehen können. Man kann sich relativ einfach vorstellen, wenn man jetzt in einem Metallkasten sitzt, dann ist natürlich der Handyempfang an sich schon nicht so gut. Wir versuchen hier einfach das Beste rauszuholen. Das merkt man jetzt nicht unbedingt in der Geschwindigkeit sofort, wenn man jetzt, perfekten Empfang hat. Aber gerade an den Stellen, die haben wir ja in Deutschland genug, wo der Empfang halt nicht der beste ist, kitzeln wir damit einfach das letzte bisschen noch raus, dass man auch wirklich dauerhaft eine stabile, mit dem 5G, wenn wir das Netz natürlich haben, auch eine schnelle Verbindung haben. Und ja, wir versuchen einfach, euch das Signal von außen reinzuholen. Und dafür ist die Außenantenne vornehmlich gedacht. Wie gesagt, geschwindigkeitstechnisch bringt die an sich auch wirklich keinen Vorteil. Das möchten wir auch gar nicht so bewerben, sondern hier geht es wirklich um den Empfang, dass ihr wirklich auch in schlechten Situationen immer noch einen guten Empfang habt. Und wie gesagt, dass es vielleicht auch euer WLAN-Netz noch um den Camper ein bisschen verteilen könnt, wenn man jetzt draußen sitzt oder ähnliches. Einfach, wie gesagt, dass man nicht diese Metallhülle dazwischen hat, die halt schon das Signal sehr abschwächt. Also so wie man das von zu Hause kennt, bringe ich halt das Internet ins Fahrzeug, kann meine Geräte darauf anschließen und habe gutes Netz. Egal, ob ich jetzt das vom Stellplatz nehme oder vielleicht auch eine SIM-Karte verwende. Genau, dafür ist das gedacht. Die Antenne, da haben wir lange überlegt, wie wir das machen können. Wir haben natürlich viele Leitungen, die ins Fahrzeug rein müssen. Wir hatten vorher bei unserem Router schon diese Metalldachdurchführung. Das ist jetzt der eine Teil. Ich habe das jetzt mal separat voneinander aufgebaut. Das heißt, das ist wirklich die Dachdurchführung, die wir auf dem Dach platzieren, da wo die Kabel dann am Ende ins Fahrzeug gehen. Mit so eine Grundplatte und hier unten quasi das Loch. Dazwischen ist jetzt noch eine Dichtung. Ich habe es jetzt schon mal draufgeschraubt, dass wir halt flexibel sind an dem Ort, wo wir die Kabel ins Fahrzeug führen können. Das hat den Vorteil, dass sich euer Händler oder ihr beim Einbau entscheiden könnt, wo sie dann auch wirklich die Kabel ins Fahrzeug bringen.
Kabel sollten immer so kurz wie möglich sein bei Antennen, also gerade bei LTE oder WLAN-Antennen, weil jeder Zentimeter hier gibt dann wieder einen Empfangsverlust. Und dadurch, dass wir hier flexibel sind, können wir uns dann auch den perfekten Ort raussuchen, wo dann auch der Router Platz hat im Fahrzeug. Das heißt, wenn ihr den Router im Fahrzeug verbaut, den könnt ihr ja nicht einfach an die Decke kleben. Wie gesagt, bestenfalls sucht euch einen schönen Platz im Schrank aus. Einen Schönheitswettbewerb gewinnt man mit dem nicht. Wie gesagt, den Geschwindigkeitswettbewerb hoffentlich dann schon, also was die Internetverbindung angeht. Aber dadurch ist man dann halt relativ flexibel. Das Gegenstück, das habe ich jetzt hier mal dran gemacht. Das ist, sieht dann am Ende auch sehr massiv aus. Das ist im Prinzip dafür gedacht, um hier dann die Kabel durchzuführen, das hier festzuschrauben. Hier zwischen habe ich nochmal eine Dichtung. Ich weiß jetzt nicht, wie gut man das sieht. Diese Dichtung wird am Ende festgezogen, indem ich hier diese Mutter drauf drehe. Und dadurch wird das Ganze komprimiert und ihr habt dann wirklich eine wasserdichte Verbindung ins Fahrzeug rein von den vielen Kabeln. Wie gesagt, Vorteil ist, ihr müsst bei unserer Antenne nicht das Loch von der Antenne oder auch die Antenne da platzieren, wo die Kabel durchgehen. Unsere Antenne ist dafür gedacht, dass sie, wie bei anderen Antennen, die wir schon für den 4G-Router entwickelt haben, haben wir extra noch unseren Antennenhalter wiederverwendet. Das heißt, ihr seid wirklich flexibel, was Einbauort von Antenne und wie gesagt Dachdurchführung aus was das angeht. Am Ende des Tages ist jedes Dach vom Camper mal anders. Manche haben Solar, manche haben eine Sat-Antenne. Und bei manchen ist das Heki im Weg. Wir wollen euch einfach die größtmögliche Flexibilität dort geben, dass ihr den Router auch ordentlich verbauen könnt. Was man natürlich auch machen könnte, sehen wir bei vielen anderen, ist quasi einfach unter der Antenne ein dickes Loch bohren. Wie gesagt, hier kommen jetzt einige Leitungen raus. Das ist aber auch schwierig, weil, wie gesagt, ihr müsstet ja auch auf der anderen Stelle die Möglichkeit haben, die Kabel entgegenzunehmen. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, euch den Antennenhalter wieder mitzuliefern. Obwohl die Antenne jetzt natürlich was größer ist als unsere 4G-Antennen. Aber dadurch denken wir, habt ihr die beste Möglichkeit, wie gesagt, das Ganze ordentlich zu verbauen. So, jetzt haben wir Antenne im Fahrzeug und also auf dem Fahrzeug, die Leitungen dann im Fahrzeug. Und jetzt geht es darum, den Router zu verbauen. Was wir euch auch mitliefern, sind diese beiden Halterungen. Die werden einfach an den Router drangeschraubt. Ich demonstriere das mal auf der einen Seite. Das heißt, ihr könntet ihr dann so den Router auch an der Wand fest verschrauben, wenn ihr das denn möchtet. Könnt natürlich auch dran kleben. In den meisten Fällen sehen wir tatsächlich am beliebtesten ist das klassische, oder vielleicht nicht das klassische, aber das Klettband, dass man den Router auch im Zweifelsfall nochmal einfach abnehmen kann, um dann, ja, wenn man den Router abnimmt, einfacher die SIM-Karte zum Beispiel zu wechseln. Ja, haben wir uns überlegt, dass wir euch das noch beipacken. Wie gesagt, auch einfach flexibel. Ihr könnt den natürlich auch anders montieren. Was auch weiterhin dabei ist, ist unser einfacher Router-Umschalter. Das heißt, es ist einfach ein ganz normaler Kippschalter, den wir nochmal mit Router beschriftet haben. Das heißt, wenn ihr möchtet, könnt ihr da einfach das Stromkabel drauflegen, dass ihr den Router einfach stromlos stellen könnt und an- und ausschalten könnt, wie ihr möchtet. Der ist im Stromverbrauch noch mal ein bisschen höher gegangen. Das heißt, da können wir eigentlich nur empfehlen, den Schalter auch mit einzubauen, dass er da auch ein bisschen Batterie spart unterwegs. Das war im Endeffekt das gesamte Set und vor allem auch, was vielleicht unser Set von anderen ein bisschen herausragend macht. Wie gesagt, wir haben viel Wert auf Flexibilität gelegt, dass ihr das gut verbauen könnt bei euch. Und wie gesagt, die Sachen, die vorher schon gutes Feedback hatten, wie die Dachdurchführung, haben wir 1:1 im Prinzip übernommen. Viele Sachen kann ich ja nochmal drauf eingehen, die vielleicht unsere 4G-Router-Sets nicht kennen. Wir haben auch weiterhin die Möglichkeit, über LAN mit uns mit dem Gerät zu verbinden. Wir haben weiterhin die Möglichkeit, 2 SIM-Karten einzulegen. Das heißt, auch im Ausland, wenn ihr jetzt eine Karte vor Ort kauft, könnt ihr die einlegen, könnt einfach in der Oberfläche wechseln auf die zweite SIM-Karte. Dann wird nur die benutzt. Und das ist halt eine schöne Möglichkeit, auch im Ausland relativ günstig eine Internetverbindung herzustellen.
Auch Spannungsversorgung sind wir immer noch flexibel. Für den Wohnmobilbereich ist absolut kein Problem. Hier sind wir bei dem sogar zwischen 9 und 30 Volt. Also da habt ihr ja in eigentlich keinem Fahrzeug ein Problem. Was man jetzt hier noch sieht, ist, was halt speziell noch der 5G-Router mit an Bord hat, ist WLAN. Wir haben hier zwei LEDs, einmal für 2,4 und einmal für 5 GHz. Das heißt, ihr habt von dem Router zwei WLAN-Netze, die ausgesendet werden. Für die meisten Leute ist das am einfachsten verständlich, dieses 2,4 GHz. Das können eigentlich alle Geräte. Also wenn auf eurem Gerät draufsteht, es kann WLAN, dann kann es immer das. Die meisten neueren Smartphones, unser Smart TV, die können auch das 5 GHz WLAN. Das ist ein bisschen schneller. Das heißt, wenn ihr die komplette Geschwindigkeit rausholen wollt, verbindet ihr euch mit dem 5 GHz WLAN. Und das andere ist quasi, dass es immer noch mit allen euren Geräten kompatibel ist, dass ihr da nicht, dass ihr kein neues Gerät kaufen müsst, nur um euch jetzt mit dem Router zu verbinden. Und für die meisten Sachen reicht das auch aus. Aber um quasi das Maximum rauszuholen mit dem 5 GHz, verbinden. Genau, unsere QR-Codes hatte ich ja vorhin schon erwähnt, sind auch noch dabei. Was das angeht, vielleicht noch wichtig, wir haben das versucht einfach zu halten. Das heißt, euer WLAN-QR-Code verbindet sich immer mit dem 2,4 GHz Netzwerk. Das 5 GHz Netzwerk heißt dann einfach noch 5G am Ende. Das heißt, ihr habt ja immer euren Namen, den könnt ihr natürlich auch ändern. Also hier ist es jetzt Karatec 622 zum Beispiel. Und dann kommt nochmal ein 5G hinten dran. Einfach nur, dass ihr die Netze unterscheiden könnt. Und wie gesagt, je nach Gerät könnt ihr euch aussuchen, was besser dazu passt. Ich habe aber bei jedem Router-Set einen anderen QR-Code, ist richtig, oder? Ja, natürlich. Also wir machen pro Gerät immer einen neuen QR-Code. Wir richten euch das schon mal ein, dass auch niemand jetzt einfach auf euren Router draufkommt. Das ist immer zufällig generiert. Eine dreistellige Nummer, das Passwort auch nochmal mit immer einem Wort und drei zufälligen Nummern hinten dran. Also am Ende ist das ein gutes Basispasswort. Ihr könnt das natürlich noch anpassen. Also wenn ihr natürlich euer WLAN, manche benennen ja ihr Fahrzeug vielleicht so, oder wenn ihr einen YouTube-Kanal habt oder irgendwas und möchtet das umbenennen, das ist alles kein Problem. Könnt ihr über unsere Oberfläche machen. Dann funktionieren natürlich die QR-Codes nicht mehr. Sollte dann klar sein eigentlich. Also weil hier ist in diesem QR-Code ist immer, also zumindest der WLAN-QR-Code funktioniert dann nicht mehr. Da ist halt das Passwort vom WLAN eingespeichert, sodass euer Handy das einfach scannen kann und halt auch der Name vom WLAN-Netzwerk. Aber das könnt ihr dann frei in der Oberfläche ändern. Wir liefern euch auch mindestens zwei QR-Codes mit. Die können wir euch im Zweifelsfall auch nochmal nachdrucken. Das ist jetzt nicht so das Riesenproblem. Die meisten, wir haben immer einen auf dem Router kleben. Die meisten kleben sich dann den nochmal irgendwo anders hin, wo man gut erreichen kann. Oder in die Anleitung oder ähnliches. Also das ist ja dann, ist man auch frei, wo man das hinsetzen möchte. In den meisten Fällen ist es ja auch so, dass man sich einmal mit dem Netz verbindet und dann bleibt man verbunden. So setzen den auch viele von unseren Kunden ein. Im Endeffekt als einmal eine Lösung, wir richten es einmal ein. Und wenn ich den Schalter umlege, dann geht der Router an, braucht einen Moment, um sich zu verbinden. Und dann sollte sich eigentlich auch das eigene Handy, sollte sich merken, wie das Netzwerk heißt und sich wieder verbinden. Oder halt auch unser Smart TV zum Beispiel, den kann ich natürlich auch einfach verbunden lassen und dann, brauche ich da nichts mehr dran ändern. Im letzten Schritt können wir euch vielleicht noch einmal die Oberfläche zeigen. Dazu springen wir dann aber auf eine Bildschirmaufnahme, dass ihr das auch gut erkennen könnt. So, jetzt wollen wir euch das Ganze nochmal am Beispiel hier von dem iPhone zeigen. Seht ihr hoffentlich auch nochmal auf der Bildschirmaufnahme. Wir haben jetzt hier oben einmal den Router verbaut. Geht natürlich noch ein bisschen schöner, ist jetzt unser Testfahrzeug. Da tauschen wir öfter mal ein paar Komponenten. Der Schalter ist jetzt zum Beispiel hinten dran. Den würdet ihr natürlich bei euch ein bisschen schöner verbauen. Der Router, wie gesagt, einfach dran mit Klettband. Und wenn ihr euch jetzt verbinden möchtet, dann startet ihr als erstes einmal die Kamera-App und würdet euch jetzt einmal den linken QR-Code suchen und den abscannen. Dann kommt hier auf dem iPhone schon so eine schöne Meldung. Auf vielen Android-Telefonen geht das auch. Und wenn ich jetzt hier drauf tippe, dann passiert jetzt in unserem Fall noch nicht so viel. Wir sind nämlich schon verbunden, aber im Normalfall war unser Handy schon schneller.
Seid ihr dann hier mit dem WLAN-Netz verbunden, steht jetzt auch hier Karatec 622. Das ist auch nochmal das, was hier auf dem QR-Code draufsteht. Könnt ihr natürlich nochmal nachgucken, um euch sicher zu sein, dass das auch geklappt hat. Jetzt gehe ich nochmal zurück zur Kamera. Und wenn ihr jetzt unsere Oberfläche aufmachen möchtet, einfach den rechten QR-Code scannen. Dann kommt hier so auch nochmal so ein schöner Link. Und wenn ich den antippe, meldet er sich automatisch mit dem Passwort ein, was hier hinterlegt ist in dem QR-Code. Wenn ihr den natürlich ändert, dann müsstet ihr jetzt nochmal euer Passwort eingeben, was ihr geändert habt. Und wenn ich jetzt hier in der Oberfläche bin, habe ich unsere gewohnten vier Kacheln. Wie gesagt, manche kennen das schon von unserem 4G-Router. Wir haben das auch so beibehalten. Ich hätte jetzt die Möglichkeit, mich mit einem externen WLAN zu verbinden. Das heißt, ich kann jetzt hier auf Scan drücken. Dann sucht er nach Netzwerken und dann suche ich mir das Netzwerk aus, mit dem ich mich verbinden möchte, um noch die Möglichkeit, ein Passwort einzugeben. Also wenn ihr jetzt bei einem Hotspot seid, der ein Passwort braucht, haben wir jetzt hier zum Beispiel unser internes WLAN, dann würde ich jetzt hier unser Passwort eingeben und mich damit verbinden. Wir haben immer hier oben unsere Statusanzeige, die mir mal anzeigt. In dem Fall, wir sind mit Mobil 1 verbunden, das heißt, unsere SIM-Karte ist im Slot 1 drin. Und die Einstellungen mache ich jetzt hier, wenn ich auf Mobil gehe. Da habe ich dann einmal die Möglichkeit, die SIM-Karte also zu aktivieren, als Standard-SIM-Karte festzulegen. Das ist jetzt die SIM-Karte 1, das steht hier oben nochmal drauf. Ich kann mit den Pfeilen hin und her wechseln, das heißt zur zweiten SIM-Karte. Die Einstellungen sind auch separat. Da habe ich noch ein paar extra Möglichkeiten. Das heißt, ich könnte Datenroaming im Ausland vielleicht deaktivieren. Vielleicht habt ihr noch einen Vertrag, wo das begrenzt ist oder nicht mit drin. Das ist in der EU zum Glück nicht mehr der Fall, soweit ich weiß, zumindest bei den seltensten noch. Aber das könntet ihr dann hier ausschalten. Dann habt ihr eine schöne Übersicht über den Status. Zum Beispiel, ob der PIN richtig eingegeben ist oder ähnliches. Habt auch nochmal eine Übersicht, wie viel von dem Datenvolumen ihr jetzt schon in diesem Monat verbraucht hat. Immer ein bisschen aufpassen, der Router zählt vielleicht ein bisschen anders als euer Anbieter. Das muss man dann im Auge behalten. Also da kann es immer einen Unterschied geben. Wir sehen auch jetzt hier in dem Fall, da steht Connected 5G. Das heißt, wir haben jetzt hier an unserem Firmenstandort auch 5G-Netz über die Telekom. Jetzt hat es aber auch gerade wieder auf 4G gewechselt. Das heißt, der Router schaut halt auch immer, womit er sich gerade am besten verbinden kann. Da gab es öfters mal eine Frage zu, es gibt ja noch nicht überall 5G-Netz, aber ich kann den Router ja trotzdem benutzen, auch wenn ich jetzt vielleicht in einer Gegend wohne, wo nur 4G ist, aber es ist ja vielleicht im Urlaubsland 5G. Genau, das natürlich, und 5G ist auch nur ein Bereich, also der Router kann auch LTE bis zu K20 nennt sich das, das heißt einfach, da sind wir fast auf einer ähnlichen Geschwindigkeit über LTE, also über 4G, die wir auch mit 5G erreichen können. Es ist eh so, dass in den meisten Ländern das tatsächlich noch dynamisch angepasst wird. Das heißt, kann gut sein, dass ihr über 4G viel schneller unterwegs seid als über 5G. Das entscheidet dann auch ein bisschen der Anbieter, der den Funkmast quasi aufgestellt hat. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Aber mit dem Router, der hat auch immer mehrere Verbindungen. Das heißt, wir haben ja eine Antenne mit vier Anschlüssen, hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt. Diese Antennen funktionieren auch separat voneinander. Das heißt, im Optimalfall hätten wir vier Verbindungen gleichzeitig. Die müssen auch nicht alle über 5G erfolgen. Das heißt, kann auch sein, dass ihr quasi eine 5G, eine 4G-Verbindung habt. Das merkt ihr gar nicht tatsächlich. Also das schaltet dann auch dynamisch um. Und hiermit seid ihr aber, ich würde behaupten, eigentlich in jedem Fall immer mit der besten Verbindung unterwegs. Zumindest aktuell. Also bei 6G sind wir ja noch nicht. APN-Einstellung, da haben wir uns auch ein bisschen Mühe mitgegeben. Vorher kann es noch gewesen sein, dass man hier nochmal was einstellen musste. Mittlerweile, wir haben jetzt sehr viele SIM-Karten getestet, funktioniert eigentlich fast alle. Alle möchte ich immer nicht sagen. Es kann natürlich immer bei euch sein, dass ihr diese Daten manuell eingeben könnt. Aber mir ist jetzt tatsächlich von den 50 SIM-Karten, sage ich jetzt mal, die wir bis jetzt hatten, also verschiedene vor allem, ist mir jetzt kein Problem aufgefallen. Das heißt, ihr könnt diesen Schalter einfach auf anlassen und er erkennt die Infos von eurer SIM-Karte. Was er natürlich nicht erkennt, ist den PIN, den müsstet ihr hier einmal eingeben. Wenn ihr den falsch eingebt, habt ihr darunter nochmal die Möglichkeit, den PUC einzugeben. Hoffe, dass ihr das nicht braucht, aber wie gesagt, würde auch über den Router funktionieren.
wenn ihr das einmal eingerichtet habt, die Einstellungen bleiben natürlich. Das heißt, im Optimalfall einmal einrichten und dann müsst ihr da gar nicht mehr dran gehen. Wir haben weiterhin die Möglichkeit intern, das heißt das WLAN-Netz umzubenennen. Wie gesagt, da ein bisschen aufpassen, dann funktionieren natürlich unsere QR-Codes nicht mehr, wenn ihr den WLAN-Namen ändert. Habt ihr aber die Möglichkeit, das zu machen. Hier sieht man nochmal schön, wir haben einmal das 2,4 und einmal das 5 GHz Netzwerk. Das könnt ihr über die Pfeile hier links und rechts separat voneinander bearbeiten und auch umbenennen. Also ihr könnt auch das eine, wie gesagt, 1-2-3-4-5-5G und das andere 1-2-3-4-5-2G nennen. Das könnt ihr separat voneinander bearbeiten. Und was wir natürlich auch noch haben, ist unser Gastzugang. Wenn ihr den aktiviert, macht der Router nochmal ein eigenes Netzwerk, wo ihr das Datenvolumen begrenzen könnt. Gastzugang heißt das, wenn ich Freunde da habe, die können sich dann da drin einloggen? Genau. Okay. Ja, also über den Gastzugang könnt ihr das Ganze einmal konfigurieren, wie viel Datenvolumen ihr da einrichten wollt, ist dann euch überlassen. Und das war es eigentlich auch schon mit unserer Oberfläche. Beim 5G-Router haben wir uns noch überlegt, wir haben jetzt sehr viele Möglichkeiten über das drunterliegende Gerät von Teltonika. Hier haben wir noch die Möglichkeit, das haben wir integriert, über den Button fortgeschritten, den erreicht ihr hier oben über das Zahnrad, habt ihr noch die Möglichkeit, eine erweiterte Oberfläche, die jetzt nicht so leicht zu bedienen ist, zu öffnen. Da könnt ihr den gesamten Funktionsumfang vom Router nochmal nutzen. In den meisten Fällen haben wir die Erfahrung gemacht, dass sich das nicht wirklich lohnt. Wir haben versucht, alles, was man im täglichen Betrieb braucht, hier auch umzusetzen, möchten euch aber natürlich die Möglichkeit geben, ich sag mal, das zu ändern, was ihr ändern möchtet. Das heißt, über einen Tipp hier auf Fortgeschritten habt ihr noch die gesamte Oberfläche von Teltonika als Option, wenn es jetzt irgendwas gibt, was ihr noch sehr Spezielles ändern müsst, sehr Spezielles ändern wollt. Und da habt ihr natürlich auch noch ein paar, ja, wie gesagt, extra Funktionen. Gäbe es noch eine VPN-Funktion, nach der wir häufig gefragt werden, wobei es das aus unserer Sicht nicht so viel Sinn macht, das auf dem Gerät zu machen. Nur als Beispiel, wenn ihr das natürlich auf dem Gerät macht, per VPN, viele wissen vielleicht nicht, was das ist, da meldet man sich zum Beispiel auf der Arbeit oder irgendwo anders im Netzwerk an und der ganze Internetzugang erfolgt dann über diesen entfernten Server, nenne ich das jetzt mal. Also wenn ihr euch, wie gesagt, zum Beispiel auf der Arbeit verbindet, dann wäre das so, wie wenn ich sag mal, ein Kabel auf der Arbeit einstecke. Wenn ich das halt auf dem Router mache, dann gilt das für alle Geräte, die damit verbunden sind. Wir sind da eher ein Fan davon, das selbst auf dem Gerät zu machen, weil ich sag mal, wenn ihr euren Smart TV damit verbunden habt, braucht ihr das jetzt nicht unbedingt, dass der im VPN drin hängt in einem anderen Netzwerk. Aber auch nur als Beispiel. Also wie gesagt, solche speziellen Funktionen hättet ihr jetzt noch hier in der Oberfläche. Und ihr könnt aber auch jederzeit wieder zurückspringen in unsere Oberfläche. Wie gesagt, einfacher zu bedienen. Die meisten Sachen könnt ihr hier machen. Und das war auch eigentlich der Überblick über das Router-Set. Kombination natürlich schön. Wir haben jetzt hier unseren Smart TV, unseren WebOS Smart TV auch. So funktioniert das Ganze natürlich dann am besten zum Beispiel in der Kombination. Falls ihr jetzt noch Fragen habt, könnt ihr die gerne in den Kommentaren hinterlassen oder euch direkt bei uns melden. Wir helfen euch natürlich gerne weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like auf dem Video da oder abonniert unseren Kanal. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.